Jonas, du bist ja schon ein alter Hase in der Super League. Was ist heute für ein Format? Oder Equalizer. Bike TT und dann Swim Bike Run. Schon mal gemacht? Ja, genau. Vor 2 Jahren in Malta war das. Ja. Und wie ist das da für dich gelaufen? Nicht so gut, aber ich hoffe mal, heute wird es besser vor heimischen Kulisse. Was bedeutet das hier, die Super League in Deutschland zu haben? Das ist natürlich super für München, für ganz Deutschland, Triathlon Deutschland. Die Super League ist endlich mal wieder zu Hause. Und da profitieren natürlich auch die Deutschen davon. Letzte Woche war ja schon London der Auftakt. Wie ist es da für dich gelaufen? Leider nicht so gut. Bin, glaube ich, 13. geworden. Ein paar Fehler gemacht, vor allem von der Positionierung her war alles ein bisschen rostig. Also Super League ist immer was Besonderes. Ist nicht BTS und auf dem Fahrrad geht das schon ein bisschen mehr zur Sache. Nächste Woche setzt du eine Runde aus, weil das WTCS-Rennen in Hamburg ist. Ja, genau. Tut das weh? Natürlich, aber in Hamburg ist mein Favoritenrennen, also da mag ich immer zurück einzustarten und ja, da setzt man gerne aus und bin dann wieder im großen Finale in Malibu dabei. Und die Super League, 4 Wochen jetzt so kompakt, das ist ja wie eine Tournee. Seid ihr schon eine kleine Familie geworden hier? Ja, genau, wir haben in London die Base gehabt jetzt die Woche. Da haben wir mit den Athleten hier trainiert, alle jeden Tag und da haben wir auch immer zusammen gegessen und es ist wie eine kleine Familie. Was ist das Ziel für heute? Auf jeden Fall will ich gerne meine Leistung zeigen und hier vorne mitmischen, den Zuschauern was bieten und auf jeden Fall das Rennen genießen. Dann genieße es, bis gleich. Jo.